So, gleich geht der Vortrag los, aber bevor ich was sage, will noch jemand anderes was sagen. Ich bitte um Worte. Also, 250. Geburtstag von Hegel heute. Ich freue mich, den Vortrag ankündigen zu können. Vorher nochmal, bevor ich es vergesse. Der Vortrag wird live gestreamt und dann auch die Diskussion. Ich sage da noch was dazu. Genau. Ja, ich freue mich, dass Jenny Jung da ist aus Frankfurt. Sie wird sich gleich selbst vorstellen. Ich sage gar nicht so viel dazu. Und sie wird uns über Franz Hessel erzählen, über Benjamins Verhältnis zu ihm, über die Figur des Flaneurs. Und wir sind gespannt. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Organisation, dass dieses Festival überhaupt stattfinden kann, trotz Corona und allem. Ja, in dem Zusammenhang danke, dass ihr alle da seid. Das finde ich auch ganz interessant, dass sich das hier so von drinnen nach draußen überschneidet. Das hat sicherlich auch was mit dem zu tun, was ich jetzt gleich anschneiden möchte, nämlich den Passagen, den Pariser Passagen, die ja auch so ein Zwischending sind zwischen drinnen und draußen. Ja, ich habe unter anderem in Frankfurt studiert und habe mich da viel mit der kritischen Theorie beschäftigt. Bin jetzt Kuratorin für kulturhistorische Ausstellungen und ich glaube, das beeinflusst auch so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich jetzt gleich Benjamin und seine Figur des Flaneurs vorstellen werde. Ich denke, ich habe da einen besonderen Blick auf Geschichte, auf Dinge und auf Räume. Ich versuche eben Kulturgeschichte über und mit Benjamin nachvollziehbar zu machen. Vielleicht kurz was zu meinem Vortragsstil. Ich werde viel ablesen, weil ich einfach viel mit Zitaten arbeite und damit ich mich nicht selbst in dem Dickicht aus Zitaten verirre, versuche ich hier einigermaßen an meinem Text zu bleiben. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann, das hat Chris ja schon gesagt, können wir die gerne dann im Anschluss nochmal aufgreifen, Verständnisfragen. Wenn ihr mich irgendwie nicht versteht, dann macht euch anders irgendwie bemerkbar. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis, ihr habt das wahrscheinlich alle schon gefunden. Es liegt so ein Handout aus, wo faksimilierte Dokumente hauptsächlich aus dem Benjamin-Archiv zu finden sind. Ich werde dann im Verlauf des Vortrags auf die einzelnen Abbildungen nochmal eingehen. Okay. Ja, der Titel meines Vortrags, In den Straßen von Paris und Berlin, Walter Benjamin, Franz Hessel und die Figur des Flaneurs, umreißt bereits die Konstellation, um die es im Folgenden gehen soll. Mir geht es dabei um die Verschränkung von Biografie und Werk Walter Benjamins. Anhand des Flaneurs, einer der zentralen Figuren in Walter Benjamins Werk, möchte ich dieser Verflechtung nachgehen und dabei Benjamins Freundschaft zu Franz Hessel im Kontext seiner Zeit in Paris und Berlin beleuchten. Das zentrale Werk, in dem sich Benjamin mit dem Flaneur beschäftigte, ist das Passagenwerk. Deshalb möchte ich zunächst einige Worte dazu sagen. Ich weiß nicht, wer von euch es schon mal gewagt hat, das Passagenwerk aufzuschlagen. Ich habe meine Ausgabe auch dabei, falls wir was nachschauen wollen. Aber wenn man es eben aufschlägt und einen Blick hineinwirft, dann scheint man irgendwie vergebens nach dem eigentlichen Text zu suchen. Denn nach dem Essay Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, folgen die Aufzeichnungen und Materialien.
Die sind alphabetisch von A bis Z sortiert. Wenn ihr euch jetzt die erste Abbildung anschaut auf deinem Handout, dann könnt ihr das dort nachvollziehen. Man sieht eben hier, dass von A bis Z sortiert die unterschiedliche Benennung der Konvolute ausgearbeitet ist. Also das ist Benjamins Handschrift, die ihr da sehen könnt. Und das Konvolut M trägt eben den Titel Der Flaneur. Was uns hier nun aber als Text vorliegt, scheinen eben eher Textschnipsel zu sein, Zitate und kurze Gedankengänge, teilweise auch auf Französisch. Und jeder dieser kurzen Abschnitte trägt eine eigene Nummerierung, die jeweils mit M beginnt und mit einer Zahlenfolge endet. Walter Benjamins Passagenwerk stellt sich in seiner Unvollendetheit als ein Rätsel dar, das wohl nie letztlich gelöst werden kann, vielleicht auch nicht gelöst werden soll. Benjamin arbeitete 13 Jahre von 1927 bis 1940 an diesem Werk, das als sein Chef-d'œuvre gelten kann. Im Handout seht ihr auf der zweiten Seite im Übrigen seine ersten Aufzeichnungen von 1927 dazu. Dabei ist das Passagenwerk eingebettet in ein Gedankengeflecht, das sich in Benjamins Kunstwerkaufsatz, in seinen Arbeiten über Charles Baudelaire und seinen geschichtsphilosophischen Thesen verstrickt. Walter Benjamin wollte mit seinem Werk zu einem stereoskopischen, einem räumlichen Eindruck von Tiefe in den geschichtlichen Schatten erziehen. Dabei geht es ihm nicht darum, Geschichte als eine chronologische Aufreihung von Ereignissen wie Perlen auf einer Schnur darzustellen. Es geht ihm nicht darum, zu erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Walter Benjamins Werk ist geprägt von Figuren, die Einsicht versprechen, die über eine konventionelle Geschichtsschreibung hinausreichen und ihr zuletzt entgegenstehen. In der Einfühlung in Figuren wie den Erzähler, den Übersetzer, die Prostituierten, dem Sammler, Spieler oder dem Flaneur wird Geschichte gegen den Strich gebürstet und so der Blick ein Stück weit geöffnet für jenen Trümmerhaufen, den der scheinbar unaufhaltsame Fortschritt hinterlässt. Dies kann gelingen, wenn die Dinge räumlich, theoretisch und historisch in Konstellation miteinander gebracht werden und so die Eingleisigkeit der Geschichtsschreibung durchbrochen wird. Das Passagenwerk kann demnach als Spiegelkabinett gedacht werden, in dessen Zentrum sich das Paris des 19. Jahrhunderts befindet. An jeder Seite spiegelt sich ein anderes Zitat, eine andere Figur oder ein anderer Gegenstand. Jedes Detail verweist dabei wiederum zurück auf das Epizentrum einer ganzen Epoche, der Moderne und ihren Nachwirkungen. Meiner Annäherung und Beschäftigung mit der Figur des Flaneurs liegt auch der Versuch zugrunde, das Passagenwerk in seiner uns überlieferten Form zu verstehen und Benjamins Methode der Geschichtsphilosophie nachvollziehbar zu machen. Letztlich verspricht für mich die Figur des Flaneurs eine eigene Einsicht in das Rätsel des Passagenwerks. Anhand der Figur des Flaneurs soll also einerseits Benjamins Versuch über eine Geschichtsschreibung, die dem Gängigen entgegensteht, bestimmt werden und andererseits die biografische Verschmelzung herausgearbeitet werden. Ich versuche mich als historische Materialistin, wie Benjamin es in seinem Aufsatz über den Begriff der Geschichte forderte, indem ich ein bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein bestimmtes Werk aus dem Lebenswerk sprenge, dass der Ertrag des Verfahrens darin besteht, dass im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte Geschichtsverlauf aufbewahrt und aufgehoben ist. Ihr seht also, ich habe mir viel vorgenommen und hoffe zumindest, einen Teil davon einlösen zu können. Im Folgenden möchte ich euch Franz Hessel näher vorstellen, der für Benjamin die entscheidende Person in der Auseinandersetzung mit der Figur des Flaneurs war. Ich werde auf Hessels Freundschaft zu Walter Benjamin und seinen Einfluss auf das Passagenwerk, insbesondere auf das Konvolut der Flaneur, eingehen. In einem zweiten Schritt möchte ich dann die Figur des Flaneurs, wie sie Benjamin ausgearbeitet hat, näher betrachten. Dabei soll es erstens um die besondere Erfahrungsweise des Flaneurs gehen. Wie nimmt er seine Umwelt wahr? Zweitens werde ich auf das ureigenste Umfeld des Flaneurs Bezug nehmen,
nämlich die Stadt Paris. Nicht Rom, nicht Berlin und auch nicht London. Zuletzt gehe ich auf das Verschwinden des Flaneurs im Zusammenhang mit dem Wandel seiner Umgebung ein. Der Flaneur als die Figur auf der Schwelle trägt bereits, so argumentiere ich, den Schritt zum 20. Jahrhundert und seinen Wandlungen in sich. Berlin und Paris bilden die beiden Pole, die bedeutend für das Leben und Werk Walter Benjamins waren. Benjamin wurde 1882 in Berlin geboren und erlebte dort eine von ihm literarisch verarbeitete Berliner Kindheit um 1900. Hier verbrachte er einen Großteil seiner Studienzeit und begegnete seiner späteren Frau Dora Pollack. Trotz vieler Reisen und Aufenthalte in anderen Städten kehrte Benjamin immer wieder nach Berlin zurück. Erst als er Deutschland im März 1933 auf der Flucht vor den Nazis verlassen musste, sah er Berlin nie wieder. Seinen ersten längeren Aufenthalt in Paris verbrachte Benjamin 1926, als er gemeinsam mit Franz Hessel an der Übersetzung von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit arbeitete. Seither bildete auch Paris den zweiten Ort, an den Benjamin immer wieder für längere Arbeits- und Lebensphasen zurückkehrte, bis die französische Hauptstadt für ihn zum Exilort wurde. Paris und Berlin waren auch die beiden Pole lebensgeschichtlicher Erfahrung und ihrer literarischen Darstellung im Werk Franz Hessels. Auch der 12 Jahre Ältere wuchs in einem großbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Berlin auf. Beide wurden durch die Inflation und den damit verbundenen Verlust des elterlichen Vermögens gezwungen, sich als freie Autoren auf dem Markt zu behaupten. Nicht zuletzt verbindet sie die Tatsache, als Juden den Nationalsozialismus miterleben zu müssen, die Flucht aus Deutschland, das französische Exil und ihr Tod. Sie sterben beide nur wenige Monate nacheinander am Ende der Verfolgung durch die Nazis. Prägend für die öffentlich bekundete Freundschaft der beiden blieb die besondere Wahrnehmung und Bedeutung der beiden Großstadtlandschaften, besonders von Paris, die Franz Hessel Benjamin vermittelte. Und so führt die Freundschaft der beiden auch zu den Anfängen der Passagenarbeit, die, so schrieb Benjamin in einem Brief an Adorno, in den Berliner Gesprächen mit Hessel ebenso ihren Ursprung finden lässt wie in der Lektüre des Paysan de Paris des Surrealisten Louis Aragon. Als Bauer von Paris bezeichnete Benjamin in der Folge dann auch Franz Hessel. Benjamin lernte bei Hessel den Blick für die alltägliche Wirklichkeit der Großstadt. Hessel ist für Benjamin jener Weise, dessen Wissen sich auf das Alleralltäglichste richtet und dessen Haltung zum Ausdruck bringt, dass darüber etwas gewusst werden kann. Bei Benjamin und bei Hessel erweist sich die Sphäre der profanen Dinge als Ort, an dem der Alltag der Utopie erfahrbar wird. Eben diese profanen Dinge entdeckten die beiden in der Welt der Straße. Dem Plakat einer Firma, der Spiegelung einer Fliese und welche Figur könnte diese Elemente und Details genauer wahrnehmen als der Flaneur? Nur was uns anschaut, sehen wir. Wir können nur, wofür wir nichts können. Mit dieser Formulierung hatte Franz Hessel die Philosophie des Flaneurs für Benjamin tiefer erfasst als je zuvor. Es ist der wechselseitige Blick, den Benjamin für den Gang des Flaneurs durch die Stadt für so entscheidend hält und der sich hier in diesem ersten Satz aus dem Passagenwerk verdeutlichen lässt. Der Raum blinzelt den Flaneur an. Nun, was mag sich in mir wohl zugetragen haben? Doch hatte Hessel den Flaneur nicht nur gedanklich erfasst, er stellte für Benjamin selbst die Wiederkehr des Flaneurs dar. So führte Benjamin weiter über Hessel aus. Im Asphalt, über den er hinging, weckten seine Schritte ein Echo. Das Gas, welches auf unser Pflaster schien, warf ein zweideutiges Licht auf diesen Boden. Das Gaslicht wird alsbald durch elektrisches ersetzt. Und so ist die Zwielichtigkeit, die Benjamin insbesondere für die Passagen beschrieb, der Verweis in eine dunkle oder halbdunkle Vergangenheit, die eben noch nicht erkannt worden ist.
Der Flaneur sieht in den Dingen die Vergangenheit aufscheinen, aber nur für einen kurzen, flüchtigen Augenblick, bevor sie wieder in der Dunkelheit der Geschichte verschwinden. Deshalb ist Hessels Buch »Ein Flaneur in Berlin« für Benjamin auch voll tröstlicher Abschiedsformeln. Ich zitiere Benjamin: »Es ist der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kommende, trostlose des Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Es war die Freundschaft mit einem Flaneur, die Benjamin den Weg zur Urgeschichte des 19. Jahrhunderts wies. Doch während Hessel selbst die Kunst des Flanierens noch beherrschte und anwendete, blieb Benjamin die Analyse des Phänomens vorbehalten. Denn letztlich ist der Flaneur eine anachronistische Figur, die für Benjamin als Lebensform verschlossen blieb. Denn Benjamin selbst hielt das unabsehbare Schauspiel der Flanerie für endgültig abgesetzt.« Im Folgenden möchte ich nun konkret an der Figur des Flaneurs arbeiten. Hierfür werde ich versuchen, die einzelnen von Benjamin in der Passagenarbeit montierten Textstücke zu einem Bild zusammenzufügen. Als erstes möchte ich die bereits angedeutete Erfahrungsweise des Flaneurs näher in den Blick nehmen. Danke. Um darauf besser eingehen zu können, also auf die Erfahrungsweise des Flaneurs, möchte ich ein paar Bemerkungen zu Benjamins Erfahrungsbegriff vorneweg machen. Benjamin entwickelte seinen Erfahrungsbegriff eng gekoppelt an seine Auseinandersetzung mit dem Schrecken über die verlorene Kindheit. Er grenzte seinen Begriff von Erfahrung dabei streng vom bloßen Erlebnis ab. Seinen Begriff von Erfahrung stützt er auf Henri Bergsons lebensphilosophische Gedanken, Marcel Proust's Gedächtnistheorie und Sigmund Freud's Überlegungen zum Zusammenhang von Bewusstsein und Reizschutz. Es geht Benjamin nicht darum, im Gedächtnis abgespeicherte Informationen wieder aufzurufen. Vielmehr geht es ihm um Erfahrung im strikten Sinn, um die unwillkürliche Erinnerung, die Mémoire involontaire, wie sie von Marcel Proust formuliert worden ist. Dabei dringt die Vergangenheit zufällig ein in das Jetzt. So entsteht in Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit aus dem Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine das Bild seiner Kindheit und erfüllt ihn in einer Intensität, wie es ihm zuvor durch den bewussten Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis nie möglich war. Für Benjamin stecken diese Erfahrungsweisen in der Wahrnehmung, in der Kindheit, im Traum und im Rausch. Soweit zu Benjamins Erfahrungsbegriff, den ich hier nur anschneiden kann. Aber ich glaube, dass es auch im folgenden Vortrag weiter um den Begriff der Erfahrung bei Benjamin gehen wird. Die Elemente Kindheit und Rausch spielen aber auch für den Flaneur eine entscheidende Rolle, was ich im folgenden Zitaten aus der Passagenarbeit zeigen möchte. Das erste Zitat bezieht sich auf die Kindheit. Den Flanierenden leitet die Straße in eine entschwundene Zeit. Ihm ist eine jede abschüssig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern, so doch in eine Vergangenheit, die umso bannender sein kann, als sie nicht seine eigene, private ist. Dennoch bleibt sie immer Zeit einer Kindheit. Was den Flaneur anspricht und leitet, ist eine früher gelebte Kindheit, sei es seine eigene oder die eines anderen. Der Rausch wiederum, der für Benjamin nicht nur durch Haschisch erzeugt werden kann, ergibt sich auch dem Flanierenden. Ich zitiere: Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. Das Gehen gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt. Immer geringer werden die Verführungen der Läden, der Bistros, der lächelnden Frauen. Immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke, einer fernen Masse Laubes, eines Straßennamens. Dann kommt der Hunger. Er will nichts von den 100 Möglichkeiten, ihn zu stillen, wissen. Wie ein asketisches Tier streicht er durch unbekannte Viertel, bis er in tiefster Erschöpfung auf seinem Zimmer, das ihn befremdet, kalt zu sich einlässt, zusammensinkt. Die Masse legt sich als Schleier vor den Flaneur und wird so zum neuesten Rauschmittel
des Vereinsamten. Von Menschenmassen umgeben, bleibt der Flaneur doch der Einzelne, der sich berauscht an den Vorbeiströmenden und zuletzt doch einsam das Zimmer betritt. Während noch der Flaneur, der sich auf die Spur der Kindheit begeben hat, dem Typ des philosophischen Spaziergängers nahe kommt, wird hier im Bild des berauschten, asketischen Tieres ein anderer Typ des Flaneurs heraufbeschworen. Dieser Flaneur trägt bereits die Züge des unstet in einer sozialen Wildnis schweifenden Wehrwolfs, wie ihn Edgar Allan Poe in seinem Roman Mann der Menge festhielt. Der Flaneur ist damit noch möglich, was nach Benjamin immer mehr verkümmert: die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Darum ist der Flaneur aber gerade noch kein Moderner. Er ist noch nicht vollständig ein um seine Erfahrung betrogener Mann. Darin unterscheidet er sich von anderen Figuren, wie beispielsweise dem Dichter oder auch dem Spieler. Er bleibt die Figur auf der Schwelle. Ich zitiere: Der Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der Bürgerklasse. Diese Dialektik der Flanerie werde ich später noch einmal aufgreifen. Im Blick des Flaneurs erschließt sich nicht, wie es eigentlich gewesen ist. Nicht die blanke Wahrheit schießt ihm entgegen. Es ist vielmehr die Vermählung mit den Dingen, so Karl Wolfskehl, der Lehrer Hessels, die Erkenntnis verspricht. Diese Vermählung mit den Dingen enthüllt die Bilder des Alltags und somit das Gesicht der Stadt. Es sind die Bilder selbst, in denen die Stadt präsent ist, die in ihrer Alltäglichkeit die authentische Physiognomie der Metropole hervortreten lassen. Ich zitiere Hessel: Paris, das ist der schmale Gitterbalkon vor 1000 Fenstern, die rote Blechzigarre vor 1000 Tabakverschleißen, die Zinkplatte der kleinen Bar, die Katze der Concierge. Paris erweist sich dem Flaneur als Bilderbuch. Dabei verschmelzen Lesen und Sehen, Text und Bild und ermöglichen so Erkenntnis, die über das Gewöhnliche hinausweist. Benjamin selbst stellte dem Konvolut der Flaneur folgendes Zitat Hugo von Hofmannsthal voran: Was nie geschrieben wurde, lesen. So durchstreift der Flaneur Paris lesend in den Erinnerungen. Die Vergangenheit ist dabei ein unwiederbringliches Bild, das durch die Gegenwart ständig bedroht ist, dem der Flaneur aber dennoch auf der Spur ist. Diese Vorstellung verdeutlicht Benjamin noch einmal, indem er den Flaneur zum Filmemacher ernennt. Der Flaneur stellt einen passionierenden Film aus dem Stadtplan von Paris her. Dabei kommt es zur Verdichtung einer jahrhundertelangen Bewegung von Straßen, Boulevards, Passagen, Plätzen im Zeitraum einer halben Stunde. 24 Bilder pro Sekunde, die unwiederbringlich an den Betrachtenden vorbeirauschen. In diesem schockhaften Arrangement des Films aus dem Stadtplan ergibt sich dem Flaneur aber gerade auch ein Rausch, der wiederum Erkenntnis verspricht. Für Benjamin bildet der Stadtplan selbst das Medium zur Erinnerung an das Erlebte. Dabei schwebte ihm nicht einer dieser unbrauchbaren, großen, papierenden Stadtpläne vor. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch jemand vorstellen kann, die eben in fremden Städten Orientierung bieten sollten, die sich aber aufblähten bei schlechtem Wetter wie ein Segel. Sie wurden nass und rissen dann. Benjamin selbst empfahl hingegen den Plan Tarit. Und ich zitiere hier aus dem Passagenwerk: Lerne aus dem Studium des Plan Tarit, was ein Stadtplan sein kann. Leuten, denen die Fantasie bei der Versenkung in ihnen nicht wach wird und die ihren Pariser Erlebnissen nicht lieber über einem Stadtplan als über Fotos oder Reiseaufzeichnungen nachhängen, denen kann nicht geholfen werden. Ja, um euch zu zeigen, wie so ein Plan Tarit eigentlich aussieht, habe ich ein Exemplar von 1925 aufgetrieben. Hebt es mal hoch. Die, die jetzt draußen sitzen, sind jetzt ein bisschen im Nachteil. Ja, das ist, wie gesagt, ein Exemplar von 1924. Ich habe eine Kopie des aufgeschlagenen Plan Tarits euch mitgebracht. Das ist auf der letzten Seite.
Und der Plan Tarit ist eben so aufgebaut, dass es hier am Anfang ein Straßenverzeichnis gibt. Und der zweite Teil ist dann bestimmt durch diese Stadtpläne. Für die 20 Arrondissements gibt es jeweils eine eigene Seite. Und ich habe euch jetzt herauskopiert die Seite von dem zweiten Arrondissement. Und das hängt mit der Fotografie zusammen, die ihr sehen könnt. Das ist eine Fotografie, die Giselle Freund, eine ehemalige Frankfurter Studentin, von Benjamin gemacht hat, wie er in der Bibliothèque Nationale arbeitet. Und wenn ihr euch Mühe gebt, dann könnt ihr die Bibliothèque Nationale auch auf dem Stadtplan wiederfinden. Ich hoffe, es ist möglich, dass wir vielleicht den Plan Tarit sogar im Laufe des Fortschritts des Festivals auch nochmal in einer Vitrine präsentieren können. Dann könnt ihr euch das Original auch nochmal anschauen. Das ist farbig, glaube ich, noch ein bisschen schöner. Gut. Ich fasse also noch einmal zusammen. Die Erfahrungsweise des Flaneurs ist geprägt von seinem Vermögen zur Erinnerung an eine Kindheit, von seiner Fähigkeit zum Aufspüren der Urgeschichte des 19. Jahrhunderts und von seiner Wahrnehmung der Stadt durch illustratives Sehen. Sein rauschhaftes Bewegen in der Masse zeigt bereits eine Veränderung der Figur auf, die in engem Zusammenhang mit der Veränderung ihrer Umgebung steht. Deshalb möchte ich nun näher auf das ureigenste Feld des Planeurs eingehen, die Stadt Paris, um in einem letzten Schritt den Untergang von Paris und damit das Verschwinden des Flaneurs zu beschreiben. Paris ist in vielerlei Hinsicht entscheidend für Benjamins Urgeschichte der Moderne und damit für seine Auseinandersetzung mit der Figur des Flaneurs. Zum einen ist Benjamin selbst das Arbeiten nur hier möglich. Schreiben kann ich sie, die Passagenarbeit, so viel ist mir heute und unbeschadet der großen, sie fundierenden Masse von Vorarbeiten vollkommen klar, vom ersten bis zum letzten Wort nur in Paris. So Benjamin in einem Brief an Adorno von 1935. Paris ist die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Nur hier ist es Benjamin möglich, aus den von ihm aufgewirbelten Staubpartikeln seine Urgeschichte zu entwickeln und zu montieren. Der Flaneur als einer seiner wichtigsten Protagonisten konnte sich nur hier ausbilden und existieren. Für Benjamin steht fest, dass Paris den Typus des Flaneurs schuf. Ich zitiere: Denn Paris haben nicht die Fremden, sondern sie selber, die Pariser, zum gelobten Land des Flaneurs, zu der Landschaft aus lauter Leben gebaut, gemacht. Warum für Benjamin Paris diese Wichtigkeit besaß, lässt sich nicht nur biografisch begründen, sondern lässt sich auch an der Sache selbst zeigen. Berlin, London und Rom sind die drei anderen europäischen Großstädte, die sich angeboten hätten für eine eingehendere Untersuchung. Benjamin schließt diese Städte jedoch als Bewegungsumfeld für den Flaneur aus. In Berlin bleibt er ein Fremder. Immer schon ist er der Verdächtigung ausgesetzt, ist der Verdächtige schlechthin. Was Hessel als Berliner Flaneur eindrücklich beschrieb. Ich zitiere ihn: Ich bekomme immer misstrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb. In Berlin lässt man sich die volkstümliche Figur des Vormärz, den Eckensteher, nannte, gefallen. Der Flaneur hingegen findet hier keinen Ort. Auch die City, London, ist kein Ort für den Flaneur. Hier tritt er in seiner Verfallsform, dem Mann der Menge, wie ihn Poe beschrieb, auf. So stellen Berlin wie London Bedingungen, die das volle Gelingen einer Darstellung des Flaneurs beziehungsweise seine Existenz vereiteln. Paris ist die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Nicht Berlin, nicht London und auch nicht Rom. Denn, so schreibt Benjamin im Passagenwerk,
Zieht nicht in Rom selbst das Träumen gebahntere Straßen? Und ist die Stadt nicht so voll von Themen, von Monumenten, umfriedeten Plätzen, Nationalheiligtümern, um ungeteilt mit jedem Pflasterstein, jedem Ladenschild, jeder Stufe und jeder Torfahrt in den Traum des Passanten eingehen zu können? Es scheint, als lägen in Rom bereits alle Details brach. Alles ist bereit, angeschaut zu werden, aber nichts schaut zurück. Es gibt keine Verwinkelungen, kein Labyrinth und kein Rätsel. Der Flaneur würde hier verhungern, weil er hier keine Nahrung mehr findet. Es sind die Pariser selbst, die ihre Stadt zur gelobten Stadt des Flaneurs gemacht haben. So war es dem Pariser auch immer etwas Natürliches, sich in der Masse zu bewegen. Paris gewinnt im Kontrast zu den anderen benannten Großstädten nur an Tiefe, und das Relief, das Benjamin ihr als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts gibt, verspricht Erkenntnis weit über ihre Grenzen hinaus in das Zentrum dessen, was von Benjamin als Moderne gefasst wird. Die Darstellung des Flaneurs im Passagenwerk erscheint dabei ebenso ambivalent wie widersprüchlich, wie Paris als sein Territorium. Dabei stellt sich die Frage, ob der Widerspruch nicht vielmehr Merkmal der dialektischen Methode ist, die Benjamin hier zur Anwendung bringen möchte. Der Flaneur ist für Benjamin ein Schwellenkundiger, ein Wesen, das zwischen den Epochen steckt, das nach vorne weist, genauso wie nach hinten. Er ist Teil der Dialektik der Flanerie, die Benjamin so beschreibt. Der Flaneur ist einerseits der Mann, der sich von allem und allen angesehen fühlt, der Verdächtige schlechthin, andererseits der völlig Unauffindbare, Geborgene. Vermutlich ist es eben diese Dialektik, die der Mann der Menge entwickelt. Für Benjamin ist Paris die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Doch ist sie wirklich Stadt, nicht vielmehr Stadtschaft, Landschaft aus lauter Leben gebaut, wie Benjamin Hoffmannsthal zitiert. Dem Flaneur tritt die Stadt in ihre dialektischen Pole auseinander. Sie eröffnet sich ihm als Landschaft, sie umschließt ihn als Stube. Die Stadt weitet sich nicht nur in den historischen Panoramen zur Landschaft aus, sondern tut dies auch auf subtile Art für den Flanierenden. Die Stadt ist der eigentlich heilige Boden der Flanerie. Doch der Flaneur geht auch im Zimmer spazieren. So ist für Benjamin die vollendete Kunst des Flaneurs das Wissen vom Wohnen. Wohnen heißt Spuren hinterlassen. Und der Flaneur ist derjenige, der sie lesen kann. Der zur damaligen Zeit vorherrschende Jugendstil ist dabei zugleich die Erschütterung des Interieurs wie seine Vollendung. Im Jugendstil können sich die Träumereien entfalten. In ihm drückt sich das letzte Rest Persönlichkeit und Individualität ab, und in ihm wird der technisch armierten Umwelt die Blume als dem Sinnbild der nackten vegetativen Natur entgegengesetzt. Doch die Grenzen von innen und außen verschwimmen schwellenlos. Zwischen innen und außen fallen die Schalen. Die Pariser machen die Straße zum Interieur. So kommt in der Verschränkung von Stube und freier Natur, in der Aufhebung der Trennung von innen und außen und von Natur und Kultur, der menschliche Hang zur Träumerei zum Zug, der wiederum den Erkenntnisraum öffnet. Den Passagen kommt dabei die Rolle des Salons zu. Ich zitiere: Mehr als an jeder anderen Stelle gibt die Straße sich in ihr als das möblierte, ausgewohnte Interieur der Massen zu erkennen. Die rauschhafte Durchdringung von Straße und Wohnung in der Erfahrungsweise des Flaneurs hat dabei einen besonderen Erkenntnisgewinn, hat prophetischen Wert. Alle Streifzüge des Flaneurs bleiben auf ein Ziel gerichtet, die Erkenntnis der Stadt. Ich zitiere Benjamin: Die Stadt ist die Realisierung des alten Menschheitstraums vom Labyrinth. Dieser Realität geht, ohne es zu wissen, der Flaneur nach. Er nimmt sich dem Rätsel der Stadt als Labyrinth an, jedoch ohne es zu lösen. Er dringt zwar tiefer und tiefer zu dessen Urgründen vor, bleibt aber zugleich in der Zeit gefangen.
Ihm allein kann es nicht gelingen, das Rätsel der Geschichte zu lösen. Paris und der Flaneur sind damit untrennbar miteinander verknüpft. Sie bedingen sich gegenseitig und sind damit auch unweigerlich in ihrem Untergang und ihrem Verschwinden aneinander gebunden. Im Folgenden soll als letztes Element die Veränderung der Stadt Paris und deren Folgen für den Flaneur beschrieben werden. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist Paris Veränderungen unterworfen, die zwar bereits angelegt waren, deren Auswirkungen aber erst noch ausgebildet werden mussten. So bildeten die Passagen das architektonische Kernstück des 19. Jahrhunderts, die Schwelle, die sowohl in die Vergangenheit als auch auf etwas Neues verwiesen. Ich zitiere: Mit dem Aufblitzen der elektrischen Lichter verlosch das unbescholtene Leuchten in diesen Gängen, die plötzlich schwieriger zu finden waren, eine schwarze Magie der Tore betrieben, aus blinden Fenstern in ihr Inneres schauten. Diesen Umwälzungen ist der Flaneur mit seiner Umwelt ausgesetzt. Mit den verbreiterten Trottoirs, dem elektrischen Licht, dem Verbot für Prostituierte und der Kultur der Freiluft wird der Untergang der Passagen eingeleitet. Doch nicht nur die Passagen sind im Wandel begriffen, auch das Wohnen und damit auch das Wissen vom Wohnen verändern sich. Während das 19. Jahrhundert wie kein anderes wohnsüchtig war, verändert sich dies im 20. Jahrhundert. Das Wohnen im 19. Jahrhundert vollführte die Kunst des Einhüllens. Alles wurde wie mit violettem Samt eingebettet und Gehäuse wurden gefunden. Für Taschenuhren, für Pantoffeln, für Eierbecher, Thermometer, Spielkarten und in Ermangelung von Gehäusen wurden Schoner, Läufer, Decken und Überzüge gefunden. Dagegen schreibt Benjamin für das 20. Jahrhundert: Das 20. Jahrhundert machte mit seiner Porosität, Transparenz, seinem Freilicht- und Freiluftwesen dem Wohnen im alten Sinne ein Ende. Heute ist das Gehäusewesen abgestorben und das Wohnen hat sich vermindert. Für die Lebenden durch Hotelzimmer, für die Toten durch Krematorien. In diesen neuen Räumen hat der Flaneur nichts mehr zu finden. Es gibt keine Spuren mehr, denen gefolgt werden könnte. So sieht sich der Flaneur bald nicht nur ökonomischen Zwängen, sondern auch atmosphärischen Widerständen unterworfen. Seine Demonstration gegen die Arbeitsteilung im Müßiggang lässt sich nicht mehr länger halten. Er ist deshalb an einer Legitimation für sein Verhalten interessiert. So hat sich in ihm die Figur des Detektivs präformiert und der Journalismus wurde zur gesellschaftlichen Grundlage der Flanerie. Mit anderen Worten, der Flaneur musste seine Lebensweise begründen, legitimieren. Was daraus entstand, ist der Detektiv oder der Journalist, deren Herumstreifen in den Straßen vermeintlich wieder einen Grund hatte. Der beschriebene Wandel ist jedoch für Benjamin kein Niedergang, sondern der Umschlag. In den Pariser Passagen war bereits das Warenhaus angelegt und auch der Sandwichmann ist keine wirkliche Neuerscheinung, sondern die letzte Inkarnation des Flaneurs. Ich weiß nicht, als ich Sandwichmann zum ersten Mal gehört habe, wusste ich nicht genau, was das ist, aber das ist sozusagen ein Mensch, der auf der Straße steht und vorne und hinten ein Plakat trägt und sozusagen Werbung macht auf zwei Beinen. Eine laufende Litfaßsäule. Damit beschreibt der Wandel eben keinen Niedergang, sondern nur den dialektischen Umschlag der Dinge. Es geht Benjamin hier also nicht darum, die Verfallsform des Flaneurs herauszuarbeiten. Es geht um den letzten Strich zur fertigen Zeichnung des Flaneurs. Das Warenhaus, genauso wie die Passagen, sind Teil der Lebenswelt des Flaneurs, der Existenz auf der Schwelle. Der Sandwichmann weist auf den Widerspruch oder besser auf die dialektische Figur des Flaneurs hin. Sozialgeschichtlich ist der Flaneur ein außer Dienst gestellter Aristokrat, der seine Zeit allein mit dem Zurschaustellen der eigenen Person verbrachte. Ganz im Gegensatz zum Sandwichmann, der all seine Zeit mit der Veräußerung seiner Arbeitskraft in den Straßen der Großstädte verbringen muss.
Benjamin vereint nun diese beiden konträren Figuren der Industrialisierung im Typus des Flaneurs. Sie werden zur Kippfigur ein und desselben Phänomens. Dennoch scheint es, als gäbe es einen qualitativen Unterschied. Am konzentriertesten beschreibt Benjamin dies wohl in seinem Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Mit dem Einzug der Moderne sind der Verlust der Aura und der Verfall der Erfahrung verbunden. Entscheidend für den Flaneur ist dabei die Veränderung des Blicks. Während das Sehen und das Angesehenwerden, wie gezeigt, konstitutives Element für die Figur des Flaneurs sind, werden gerade diese einer tiefgreifenden Veränderung unterzogen. Eine große Rolle räumt Benjamin in dieser Hinsicht der Fotografie ein. Ich zitiere: Was an der Daguerreotypie als das Unmenschliche, man könnte sagen Tödliche, musste empfunden werden, war das übrigens anhaltende Hereinblicken in den Apparat, da doch der Apparat das Bild des Menschen aufnimmt, ohne ihm dessen Blick zurückzugeben. Die Technik, so Benjamin, hat das menschliche Sensorium einem Training komplexer Art unterworfen. War es früher noch möglich, scheinbar grundlos Blicke nach allen Seiten zu werfen, so wurden die Blicke später gezwungen, sich über die Verkehrssignale zu orientieren. Ich zitiere: Es ist der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kommende, trostlose des Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Der Flaneur steht noch auf der Schwelle der Großstadt sowohl wie der Bürgerklasse. Keine von beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner von beiden ist er zu Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge. Was dem Flaneur des 19. Jahrhunderts scheinbar noch gelingt, ist seinen Nachfolgern bereits verwehrt. Dem Flaneur blieb noch die Trostlosigkeit der Moderne erspart, auch wenn er dies teuer bezahlen musste. In den Worten Benjamins: Die letzte Reise des Flaneurs, der Tod. Ihr Ziel, das Neue. Ich komme nun zum Schluss und fasse noch einmal zusammen. Die Bedeutung des Passagenwerks für Benjamin ist nicht zu gering zu schätzen. In einem Brief an Adorno schrieb er 1935: In dieser Arbeit sehe ich den eigentlichen, wenn nicht den einzigen Grund, den Mut im Existenzkampf nicht aufzugeben. In meinem Vortrag habe ich mich auf eine der Spuren begeben, die Benjamin mit seinem Werk in das 19. Jahrhundert gelegt hat. Ich bin der Spur des Flaneurs gefolgt und habe damit das 19. Jahrhundert, die Großstadt, Paris und einige ihrer Erscheinungen hervortreten lassen. Es war die Freundschaft mit Franz Hessel, die Benjamin zuerst mit der Lebensweise des Flaneurs bekannt gemacht hat. Der Flaneur als Figur auf der Schwelle hat eine Spur in die Vergangenheit hinterlassen, wie er Wege in die Zukunft gewiesen hat. Das Kaufhaus und der Detektivroman sind ohne den Flaneur nicht denkbar. Walter Benjamin scheint in der Figur des Flaneurs jenen Einzelmoment entdeckt zu haben, der den Blick auf den Kristall des Totalgeschehens lenkt. Doch auch dieses wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei und der Flaneur wird zum unwiederbringlichen Bild der Vergangenheit. Wenn wir Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen folgen, dann erhebt dieses Bild der Vergangenheit einen Anspruch. Nichts, was sich jemals ereignet hat, ist für die Geschichte verloren zu geben. Benjamin formulierte diesen Anspruch und versuchte gleichzeitig, diesem gerecht zu werden. Zitierbar soll die Vergangenheit werden. Ist nicht das Passagenwerk mit all seinen Zitaten und Text und Gedankenschnipseln der Versuch, dies in Erinnerung zu rufen? Nichts soll verloren gegeben werden, sondern in der Versenkung in die Dinge gerettet werden. Ja, ich habe mit meinem Vortrag versucht, den Blick, die Erfahrungsweise des Flaneurs auch ein bisschen zu improvisieren und habe mich durch die verschiedenen Textpassagen gehangelt und dazwischen durchflaniert. Ich hoffe, es war für euch anregend. Ihr habt vielleicht ein paar Sachen, neue Bezüge entdeckt und hattet vielleicht einen kleinen Hauch von Erkenntnis. Vielen Dank.
Ja, da flaniert jemand schnell raus noch. Genau, also jetzt haben wir die Möglichkeit für eine Diskussion. Vielen Dank auf jeden Fall für den schönen Vortrag. Für ein Gespräch, für eine Diskussion. Ich erkläre schnell. Also wir sind live. Das heißt, wer eine Frage hat, kann die später in dieses Mikrofon formulieren. Wer nicht auf der Live-Übertragung sein will, kann das vorher sagen. Dann drehen wir leise und ich wiederhole die Frage. Ja. Und ich laufe jetzt mit dem Mikrofon rum, falls jemand eine Frage hat. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Meine Frage, ich weiß, dass das Passagenwerk unfassbar umfänglich ist und natürlich diese ganzen Dinge irgendwie zusammenhängen. Du hast jetzt von dieser Traumwelt gesprochen, die die Passagen darstellen. Und was ich mich schon öfter gefragt habe, oder noch nicht so ganz verstanden ist, wie diese Traumwelt, er spricht ja auch häufiger vom Erwachen aus der Traumwelt und wie sich diese, wie sich dieses Erwachen vielleicht denken lässt, inwiefern Traum und Erwachen zusammengehen oder vielleicht irgendwie der Traum eine oder die Beschäftigung mit dem Traum eine Voraussetzung für das Erwachen darstellt oder so, ja, und das würde ich gerne fragen. Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, wie das Erwachen und der Traum, wie das so zusammenhängt. Ich glaube, es führt so ein bisschen weg von dem, was ich jetzt mit dem Flaneur versucht habe, dem nachzugehen. Klar, der Traum ist eine der Formen, die überhaupt noch Erfahrungsweisen ermöglicht, die sozusagen auch Erkenntnis ermöglicht. Aber der Traum spielt für den Flaneur jetzt erstmal weniger eine Rolle. Also von diesen drei Momenten, die ich jetzt rausgearbeitet habe, also Traum, Rausch und die Kindheit, spielen im Prinzip eigentlich die Kindheit und der Rausch eine viel größere Rolle als der Traum. Ich glaube, das wäre nochmal eigentlich ein eigener Vortrag, in dem man sich dem widmen kann, was sicherlich auch nochmal sehr erkenntnisversprechend ist. Der Flaneur ist ja tendenziell eine männliche Figur, irgendwie mit dieser ganzen Melancholie und so. Und ich frage mich, wie prägt das seinen Blick? Was sind da für Einschränkungen? Und gibt es dazu auch irgendwie weibliche oder diverse Gegenfiguren, die das ergänzen, diesen einsamen Wolf? Ja, also es ist auf jeden Fall spannend, dieser Frage auch nochmal nachzugehen. Ich glaube, so ein bisschen wäre vielleicht die weibliche Gegenfigur die Prostituierte. Susan Buck-Morse hat sich ja gerade auch mit diesem Gegenspiel nochmal stärker auseinandergesetzt, wobei es natürlich was ganz anderes ist, weil das ist ja klar geworden beim Flaneur, dass er eben zwischen dem Aristokrat und dem Sandwichmann steht und die Prostituierte nimmt dabei natürlich nochmal eine ganz andere Rolle ein, weil sie ist sozusagen stärker dem Sandwichmann angegliedert als der Flaneur. Aber dass eben der Flaneur ein Mann sein muss, hängt natürlich auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen, in denen er existierte. Also man kann sich nicht vorstellen, dass sich eine Frau zu der Zeit so in den Straßen von Paris bewegt hat. Ich wollte erst mal sagen, dass ich den Vortrag super gut fand und echt so total gut ausgearbeitet, dass man auch einfach so folgen konnte. Danke. Und ich habe aber eine Frage, und zwar, ich bin sowieso immer am Überlegen, jetzt auch nochmal bei einem Vortrag, wie man überhaupt diesen Punkt, also was, also dieses Passagenwerk, also ich kriege quasi nicht den Punkt raus, wie ich das verstehen muss und lesen muss. Also ich will versuchen, die Perspektive drauf mal
Also was ist, wie muss ich da drauf gucken? Was ist eigentlich, was, also, oder platt gesagt, warum macht Benjamin das? Und du hast jetzt am Schluss damit geendet, dass er wie alle Dinge aufbewahrt, also dieses Paris in dieser, und alle Einzelheiten in ihrer Einzelheit und konkreten Fülle so herausschreiben, um sie aufzubewahren. Aber ich dachte, und das hast du aber am Anfang deines Vortrags gesagt, dass halt Benjamin eigentlich so ein, entschuldige, das mit dieser Maske ist doof, also, dass Benjamin eigentlich so ein konstruktives Verfahren hat, wo es irgendwie so eine komische, ich sage mal, so eine dialektische Dialektik und so ein konstellatives Verhältnis zwischen unserer Gegenwart und dieser Vergangenheit gibt. Und es ist dann aber irgendwie so, dass wir auf die Vergangenheit gucken, um die Gegenwart besser zu verstehen und jetzt nicht einfach nur zu verstehen, sondern es ist eine revolutionäre Chance im Kampf oder irgendwie so. Es geht um die also explizit um die revolutionäre Praxis und wir gucken auf die Vergangenheit, um dafür irgendeine Erkenntnis zu gewinnen und andererseits können wir auch nur dadurch richtig oder adäquat auf die Vergangenheit gucken, indem wir irgendwie aus unserer heutigen Praxis drauf gucken und dieses Hin und Her. Also ich glaube, dass da irgendwie der Hund begraben liegt mit der richtigen Perspektive auf das Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Aber ich weiß nicht, warum, also ich meine, warum macht denn nicht, warum genau Paris und wie ich, also ich meine, warum genau diese Frage für seinen heutigen Kampf gegen den Faschismus oder wie, was ist seine eigene Perspektive, um da drauf zu gucken, was sind so die, vielleicht kannst du da was zu mir was erklären. Ja, ich glaube, da, also das kann ich sicherlich auch nicht erklären. Also deine erste Frage war ja, wie man sich dem Passagenwerk annähern kann, diesen, bitte? Okay, gut, mit Ausführungen und Zwischenstationen sozusagen. Also mein Vortrag war ja sozusagen ein Versuch, wie man sich dem Passagenwerk annähert. Und ich habe jetzt natürlich nicht immer dazu gesagt, von wo ich diese ganzen Zitate habe, aber das umfasst sozusagen das komplette Passagenwerk, die Zitate. Das ist nicht nur im Konvolut Flaneur, sondern letztlich bezieht sich das auch auf andere Werke von Benjamin, die sich eben auch immer wieder um den Flaneur drehen. Um das Verhältnis von der Vergangenheit und der Gegenwart und der revolutionäre Stoß, der da vielleicht drin liegt, ich glaube, das wäre nochmal, das ist nochmal eine ganz eigene Frage, wo man da hinkommt und da muss man, glaube ich, auch nochmal überlegen, ob das die richtige Herangehensweise ist, um mit Benjamins Werk umzugehen. Ja, danke auch von mir für den Vortrag. Du hast eingangs was ganz Interessantes, finde ich, gemacht. Du hast ein bisschen deinen methodischen Hintergrund angesprochen und du hast dich selbst als Kulturhistorikerin positioniert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und eben deinen besonderen Blick dann auch auf die Materie betont. Kannst du dazu noch ein, zwei Worte mehr sagen? Also wie zum Beispiel, falls du die letzten Tage auch da warst, sich das von so einem genuinen ideengeschichtlichen Ansatz oder so unterscheidet? Also was ich damit sagen wollte, ist, dass ich also von meiner Profession her eben Ausstellungskuratorin bin und ich versuche eben kulturhistorische Ausstellungen zu machen, die eben genau nicht in dem Sinne verstanden werden sollen mit dem und dann kam der und dann, also eben genau nicht diese Herrschaftsgeschichte, wie sie eben auch von Benjamin kritisiert wird, sondern dass man sich eben tatsächlich an solchen Figuren wie dem Flaneur oder eben an realgeschichtlichen Figuren abarbeitet und die eben in dieser Konstellation verortet. Also, und da spielen dann eben genau die Dinge, die diese Menschen umgeben haben, die Räume, die diese Menschen umgeben haben und die Zeit, die gesellschaftlichen Bedingungen spielen dabei natürlich eine große Rolle. Und in dem Sinn ist natürlich die Arbeit, die Benjamin jetzt in dem Passagenwerk oder überhaupt, die eigentlich sein ganzes Werk ausmachen, ist ein ganz toller Zugang, auch wenn sich das dann nicht eins zu eins übertragen lässt, aber sozusagen von der Idee her ist das super wertvoll. Okay, niemand meldet sich. Vielen Dank nochmal, vielen Dank für die Fragen. 20.50 Uhr, wer auf Hegel anstoßen will, nochmal die Erinnerung an der Bar.
Ansonsten gibt es gleich Essen und 21 Uhr dann die Lesung von unseren Freundinnen von der Outside the Box. Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.